Den netten Kollegen kennt ihr noch aus der Schule. Falls ihr nicht ab der 10. Klasse komplett durchgeschlafen habt bis zum Abi. An der Uni haben wir den auch. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Weil Grenzwerte zwar nicht schwer, aber verdammt wichtig sind, kriegt der heute sein eigenes Video. Der Limes. Natürlich die Pro-Variante. Zuerst mal, Grenzwerte gibt's bei den normalen Funktionen aus der Schule und genauso bei Abbildungen an der Uni. Und auch bei Folgen. Was Folgen und Abbildungen allgemein sind und was die können, solltet ihr schon wissen. Guckt euch am besten nochmal bei uns an, hier sind die Videos dazu. Falls ihr das mit den Abbildungen im Detail und mathematisch wollt, zieht euch das hier rein. Von beidem habt ihr schon mal grob Grenzwerte gesehen. Und beides zeigen wir euch heute nochmal genau. Den von Folgen machen wir mal als erstes. Zur Erinnerung und auch für die Klugscheißer, eine Folge ist auch eine Abbildung. Und zwar eine, die Elemente in der Zielmenge durchnummeriert. Dabei kann so eine Folge entweder eine bestimmte Anzahl an Elementen haben oder sie nummeriert halt bis in die Unendlichkeit. Nee, heute mal kein Buzz Lightyear Kommentar. Egal, weiter im Takt. Ihr wisst, Folgen haben bestimmte Eigenschaften. Eine davon war, dass Folgen konvergent sein können. Was war das nochmal? Wenn eine Folge ab einem gewissen Glied mit jedem neuen Teil immer näher an den Wert rangeht. Also der Abstand zwischen dem Folgeglied und dem Wert immer kleiner wird. So wie die Folge 1 durch i hier zum Beispiel an die 0 rankuschelt. Dann ist die Folge gegen den Wert konvergent. Wenn eine Folge so immer näher ran an den Wert läuft, heißt das, wenn man das unendlichste Glied angucken würde, wäre das der Wert. Bei uns eben 0. Wenn man unendlich in die Folge 1 durch i einsetzen würde, dann wäre 0 der Wert. Ey, warte mal, das gleiche können wir mit dem Limes schreiben. Lass das mal machen. Unsere Folge ist fi. Die konvergiert einfach mal gegen den allgemeinen Grenzwert g. Dann können wir das auch so schreiben. Wenn wir unseren Folgenindex gegen unendlich laufen lassen, kommt der Grenzwert raus. Lim von i gegen unendlich von fi ist gleich g. Also merken, bei Folgen erhält man den Grenzwert, wenn man die Folge gegen unendlich laufen lässt. Also eigentlich genauso wie in der Schule. Gucken wir es deshalb mal für allgemeine Abbildungen an. Was gibt's da zu beachten? In der Schule habt ihr Grenzwerte von Funktionen einfach so geschrieben. X läuft gegen irgendeine Zahl und dann geht f von x halt gegen irgendwas. Zum Beispiel, wenn bei 1 durch x das x gegen unendlich geht, kommt halt 0 raus. An der Uni gucken wir uns das bisschen genauer an. Da macht's nämlich einen Unterschied, von welcher Seite ihr kommt. Sagen wir mal, ihr wollt den Grenzwert von einer Funktion, wenn ihr x gegen eine Zahl laufen lasst. Das ist jetzt nämlich entscheidend, von welcher Seite ihr das macht. 1 durch x zum Beispiel, wenn ihr euch von oben an die 0 ranackert, kommt unendlich raus. Kommt man von unten an die 0, geht aber auch der Funktionswert immer weiter runter, bis minus unendlich. Scheiße, einmal Limes von f von x gleich unendlich und einmal minus unendlich. Kann ja wohl nicht sein. Deswegen definiert man sich einmal den rechten Grenzwert von der Funktion, da lasst ihr x auf dem Zahlenstrahl von rechts gegen die Zahl laufen. Und weil rechts von der Zahl die größeren Zahlen stehen, kommt ihr also von großen Zahlen runter zu eurer Zahl. Deswegen Pfeil nach unten auf die Zahl. Und einmal kann man sich den linken Grenzwert definieren, da halt mit Pfeil nach oben. Die Pfeile schreibt man dann beim Limes, um zu zeigen, welchen Grenzwert man bestimmt hat. Mit Pfeil nach unten den rechten, mit Pfeil nach oben den linken. Manchmal auch noch ein bisschen anders geschrieben, zum Beispiel mit einem Plus hinter der Zahl, davon dann nicht verwirren lassen. Bei der 1 durch x sagt man dann also, der linke Grenzwert ist minus unendlich, der rechte unendlich. Ah, eine Sache noch. Sind die Grenzwerte von beiden Seiten an der Zahl gleich, nennt man das Ganze einfach den Grenzwert. Dann kann man einfach sagen, der Limes von x gegen die Zahl ist bla bla bla. Ansonsten gibt's halt zwei verschiedene Limesse, Limen, Lima, was auch immer, je nachdem von wo man halt kommt. Oder manchmal auch nur von einer Seite überhaupt einen, von der anderen nicht. Also merken, bei Folgen gibt's wenn, dann nur einen Grenzwert. Bei einer Funktion kann's je nachdem von welcher Seite man kommt, verschiedene geben. Nur wenn beide gleich sind, sagt man, die Funktion hat an der Stelle einen Grenzwert. Den Limes oder Grenzwert von einer Funktion kann man noch formaler ausdrücken. Zwar nicht arg schwer, aber halt viel mit Folgen rumgefuchtelt, deshalb unsere Frage an euch. Wollt ihr noch ein drittes Video zum Limes, in dem wir uns den mal mit Folgen angucken? Oder reicht euch das so? Schreibt's mal in die Comments. Hier rechts kommt ihr nochmal zur kompletten Playlist über Folgen und rein. In dem Sinne, haut rein und macht's gut. Ciao.